Das Verbundprojekt KEKS hat untersucht, wo und wie von Schulküchen CO2-Emissionen verursacht werden. Aus den Ergebnissen wurde für die Bereiche Lebensmittel, Technik und Abfall berechnet, wo sich CO2-Emissionen einsparen lassen. Außerdem wurden praktikable Maßnahmen entwickelt, durch die der CO2-Verbrauch in Großküchen Schritt für Schritt gesenkt werden kann. Von der effizienten Nutzung der Küchentechnik bis hin zum Lebensmitteleinkauf. Aus den erarbeiteten Informationen, Ergebnissen und Maßnahmen wurden verschiedene Materialien erstellt. Und da an der Schulverpflegung viele Personen beteiligt sind, ist auch für jeden etwas dabei. Von klimafreundlichen Rezepten und interessanten Videos bis hin zu jeder Menge Informationen für die verschiedensten Bereiche der Schulverpflegung. Sie haben bereits beschlossen, etwas für den Klimaschutz zu tun und brauchen einen Startpunkt oder Ideen zur Umsetzung? Im Leitfaden finden Sie viele Tipps, wie man in allen Bereichen einer Großküche klimafreundlich handeln kann. Zum Beispiel ließen sich durch Austausch der Gefriergeräte, durch die Reduktion von Lebensmittelabfällen und durch die Auswahl klimafreundlicher Gerichte mehrere tausend Tonnen Klimagase in Deutschland einsparen. Klimafreundliche Rezepte für die Schulverpflegung können Sie im KEKS-Kochbuch oder in der KEKS-App kennenlernen. Auch in der Ausbildung darf heutzutage das Thema Klimaschutz nicht mehr fehlen. Dafür gibt es das KEKS-Arbeitsbuch mit vielen Übungen und interessanten Informationen, zu denen auch die Videos von KEKS passen. Und wenn Sie noch einen Schritt weitergehen wollen, überzeugen Sie wichtige Partner in der Schulverpflegung davon, klimafreundlich zu handeln und zu essen. KEKS hat für Sie viele Argumente und Informationen zusammengestellt. So können Sie selber entscheiden, an welcher Stelle Sie zuerst aktiv werden.